Die UNO schätzt, dass von den derzeit etwa 50.000 schwangeren Frauen in Gaza 5.500 vor Ende November ihre Babys zur Welt bringen werden. Wegen des Mangels an Wasser und Medizin ist die Situation in den Krankenhäusern dramatisch. Sabine ist vor der Geburt ihres Babys nach Khan Yunis gekommen. Es gibt keine Möglichkeit, die Geburt des Kindes zu registrieren. Sabine hat ihren Sohn Abdullah genannt. Er hat keine Papiere, aber zumindest einen Namen.